Hallo liebe Freunde und willkommen im Kanal von Fulltime Nerds. Der Mumsi möchte mit euch eine Partie Dead Island Riptide, der Zombie Slayer ist zurück. Ja, wir sehen es richtig, endlich hat Deep Silver eine Fortsetzung von Dead Island auf den Markt gebracht. Frisch über Steam heruntergeladen, wollen wir auch nicht lange rumreden, spielen hier auf Max Settings und beginnen ein neues Game, Totally Blind, nichts gesehen. Mumsi muss sich natürlich ein kleines bisschen wieder an die Spielmechanik gewöhnen. Natürlich habe ich den ersten Teil durchgespielt und zeige euch auch gleich, wie man einen alten Charakter importiert. Wir gehen einfach auf Play und bekommen jetzt nochmal die Charakter, die wir uns auswählen können. Sollten wir von 0 beginnen, können wir uns jetzt natürlich hier einen Charakter aussuchen. Das heißt, ihr braucht Dead Island 1 nicht installiert haben. Es ist ein Vollpreistitel. Den Charakter könnt ihr importieren, wenn ihr ihn noch in Steam in eurem Save-Ordner habt. Ansonsten habt ihr ein kleines Problem oder ihr habt es in der Cloud synchronisiert. Gehen wir mal die Jungs hier durch. Wir haben den Logan, der ein Spezialist für Wurfwaffen ist. Und man kann es hier unten nochmal ein schönes bisschen sehen, was er so alles mitbringt. Mit Feuerresistenz und ja, mehrere Targets aimen kann in Fury. Aber das soll uns jetzt groß nicht interessieren. Die Purna habe ich mit meinem ersten Dead Island durchgespielt. Die werden wir uns gleich auch importieren. Die habe ich damals genommen. Denkt man natürlich mal wieder als Kerl, ja, natürlich spielt man ein Mädchen. Nein, das hatte damit was zu tun, weil die süße Maus mit den Schusswaffen umgehen kann. Und da habe ich mir natürlich gedacht, wir spielen eigentlich im ja, Shooter in Anführungsstrichen, aber Schusswaffen sind ja mal nicht verkehrt. Die Xian war eigentlich meine erste Wahl, nicht nur weil sie hübscher aussieht, sondern auch weil sie halt einfach mit Schnittwaffen was am Hut hat. Dann haben wir noch den Sam B, unseren Hutu You Voodoo Bitch Sänger aus dem ersten Teil. Schaut euch das Video an, ist ziemlich witzig, gibt es auf YouTube natürlich zum Anschauen, das Musikvideo von Sam B. Ganz cool gemacht, dieser Mann kennt sich mit Schlagwaffen aus. Oder stumpfen Waffen. Neuer Charakter ist John, ein ehemaliger Soldier, wenn ich das hier so richtig sehe. Und erinnert mich, wenn er seine Mütze ausziehen würde, noch etwas mehr an Logan von Wolverine von den X-Men. Lang gequatscht und wir beginnen mit dem Import von unserem Dead Island 1. Und da nehme ich die Purna. Wir sind Level 38. Das ist natürlich ein sehr, sehr hochleveliger Charakter. Da muss ich was kurz dazu sagen. Wenn ihr euch dafür entscheidet, den Charakter von einem von Dead Island 1 zu importieren, dann könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass natürlich beim Start von Dead Island Riptide die Zombies sich an das Level anpassen. Und soweit ich gelesen habe, das ist das Einzige, was ich vorab mich erkundigt habe über Dead Island Riptide und den Character Import, wir bekommen keinerlei Waffen aus dem Vorgänger importiert. Das hat hier nur zum Sinn, dass wir die bereits verteilten Levelpunkte und die Fähigkeiten des Charakters mitnehmen können. Keine Blueprints, kein Inventory. Finde ich es auch nicht doof, denn wir sind beim letzten Teil mit einem Helikopter aus dem, glaube ich, aus dem Gefängniskomplex abgehauen und kann man sich auch so ein bisschen reell vorstellen. Man weiß ja jetzt auch nicht, wo wir landen. Sollten wir anscheinend mit einem leeren Charakter, also wir suchen uns jetzt hier einen aus ohne Save Game Import, landen wir, glaube ich, soweit ich gelesen habe, bei Level 15 und bekommen auch einige Fähigkeitspunkte zum Verteilen. Das hat dann mit der Story was zu tun, dass wir einfach einen geradlinigen Angleich haben und nicht mit einem komplett leeren Charakter anfangen. Da hätten sie mit der Story ein bisschen Probleme gehabt, das zu erzählen. So, jetzt haben wir genug gequatscht. Ich möchte euch viel Spaß wünschen. Wie gesagt, Totally Blind, enjoy your stay. My name's Purna, and I'm gonna tell you about the worst bloody holiday ever. I was at the Royal Palms Resort on Benoit, working as a bodyguard for some asshole CEO. I figured once he left the island, I'd have a good week to relax on the beach, enjoy a Mai Tai or two. But no, that wasn't to be. As I woke up one morning to discover that the goddamn zombie apocalypse had arrived. A local lifeguard by the name of Cinnamore saved my life. Soon after that, I discovered I was immune to whatever this plague was. I met a few others who were immune, and somehow we were all elected to save everybody else. There was Sam B, a
A one-hit wonder hip-hop star from the States, Logan, an ex-football player and full-time douchebag who never missed a chance to hit on me, and Shin Mei, a sweet little hotel clerk who was as brutal with a blade as anyone I had ever seen. Together, we went to Norsby to try to gather more supplies. And from there, things really went to hell. The army tried to contain the infection, but they were bloody useless. Benoy itself was totally isolated. It was pretty clear we were on our own. At this point, we just wanted off that goddamn island. And that's what led us to that maximum security prison. You see, some dickhead colonel by the name of Ryder White lied to get us to track down what he thought was a cure for this zombie plague. Well, that cure ended up turning White into a giant bloody maniac. Luckily, we hooked up with a prisoner who flew us out of there on the colonel's helicopter. We were off that goddamn island at last. And everyone we tried to save back on Benoy, they just didn't make it. Except for that little native girl, Yarima. We spotted that naval vessel just in time, as we were just about out of petrol. We couldn't believe how lucky we were to finally find a safe haven. Dead Island, Riptide. Get your hands off me! What the hell? What is going on here? Get off me! Get it off me! Get it off! What's with the cuffs? Sorry, but I can't take any chances. My orders are to take you into custody and transport you to a secure quarantine area. And who the hell are you? Lieutenant Colonel Samuel Hardy. Don't resist and you'll be fine. We just need to be sure you don't pose a threat. Man, we no threat. The threat's on Benoit. You have any idea what's happening back there? We have an idea. We're hoping you can help us fill in the details. Especially her. You keep the hell away from her. Frank Serpo. I should have guessed. Are you the one in charge of this clusterfuck? Watch yourself with this guy. This freak would sell out his own mother. If he had one. Take the immune down to the lab. The two others will come with me. Lab? Do we look like goddamn guinea pigs to you? I'm a citizen of the USA, man! I got motherfucking rights! Back off, Serpo. Just stay out of it. What the fuck, man? Don't do that again. One less immune won't make any difference. Now take him to the lab. You may have command over Pelonai, but on this ship, I'm in charge and I have my orders. Your orders are to follow my orders, Colonel. Would you like me to call your superiors? Somebody tell me what the fuck is going on here. So. They have a very high tolerance, Mr. Serpo. I've already administered 3 doses. So how much longer? You said we'd have results by now. Sir, this is uncharted territory. We'll need another day at least. Just be careful. We don't want them dying on us. What about the native woman, Yarima? That's a more complicated case. She's being taken to another location. Don't worry. I'm keeping a close eye. Oh, God. Oh, my head. Oh.
just drugged us. Who are you? Hey, we're talking to you. Oh, nobody, really. You've been bitten. How long has it been? Long enough. I guess it doesn't affect me. Are you immune too? So it seems. What? They plant you here to spy on us. Right, that's one beat to shit like this. It's all part of my cover. So, they tested you too? Yeah. I'm guessing they're trying to figure out why we're all immune. How'd you get here? I was a soldier before the shit hit the fan. Part of a huge humanitarian search and rescue operation. And then that civilian arrived. So? Right. Suddenly, the military was no longer in charge and the rescue operation was called off. All I know is there's a naval blockade around the entire archipelago. No one's allowed in or out. Whatever the fuck is going on, there's nothing to do with humanitarian efforts. That's pretty clear. Christ, I'm still woozy from those bloody drugs. Guten Morgen, Porna. Stand up, Babe. So, da sind wir im Game drin. Ja, gucken wir gleich. Ich schaue mich natürlich ein bisschen um. Ja, ja, die Tür ist auf. Na, ein bisschen clumsy läuft sie ja schon rum. Die Kleine. Schauen wir uns erstmal ein bisschen um. Nehmen natürlich alles, was wir finden können, nehmen wir natürlich an uns. Das habe ich schon im ersten Teil nicht anders gemacht. Man sollte auf jeden Fall alles, was man finden kann, sollte man aufnehmen. Denn, ja, später, wenn man natürlich Blueprints findet oder Blueprints durch die Quests bekommt, hat man es dann doch ein bisschen einfacher. So, da sehen wir auch schon die ersten Blutspuren. Ich denke mal, der Anfang hier wird natürlich etwas, ja, Tutorial-mäßiges sein. Steuerung finde ich jetzt an meinem PC ein bisschen schwammig, da werde ich noch mal ein bisschen nachstellen müssen. Ja, ja, find mal eine Waffe, Schätzchen. Ah, konkret. Die Taschenlampe haben wir mit T aktiviert. Standardeinstellung. Da kommen wir nicht durch. Lass mal nach links. Sprinten können wir auch. Haben wir natürlich nur begrenzt. Das sind aber alles Sachen, die man mit Fähigkeiten dementsprechend ein Stück weit pushen kann. Ich hoffe, wir... Was, wo wohl? Engine Room? So, grafisch muss man natürlich schon dazu sagen, das Spiel ist natürlich ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen angerostet, aber sie haben natürlich nochmal einiges raufgehauen. Also wenn ich mir in Erinnerung rufe, man kann jetzt hier, könnte man jetzt schon mit Upgrades arbeiten. Haben wir denn Cash natürlich, ja klar, da können wir natürlich noch nichts machen, aber die Werkbänke sind natürlich da, um hier unter Create mit Blueprints nachher arbeiten zu können, um eigene Waffen herzustellen und zu modifizieren. Bei Upgrade können wir natürlich die Qualitäten verbessern, was uns Geld kostet und auch dementsprechend, glaube ich, auch noch Ressourcen. Und bei Repair kann man natürlich
die Waffen reparieren. Mit der mittleren Maustaste im Default können wir hier in dem Quick-Auswahlmenü hier unsere Waffen positionieren über das über die Inventory. Im Inventory können wir festlegen, welche Waffe an welche Position gesetzt wird. Das sind so Interface-Sachen, die wird aber jeder Spieler, der auch den ersten Teil nicht gespielt hat, recht schnell rausfinden. Letztendlich wenn im Spiel gesprochen wird, werde ich nicht so viel dazu reden. So, was ich sagen wollte, was im ersten Teil so gewesen ist, vielleicht falls es jemand nicht gespielt hat, wir waren auf dieser Insel, man hat es im ersten Video, im Intro-Video auch gesehen, wir waren eine von vier Überlebenden, die wir vorhin gesehen haben, Logan, Xiang, Purna und Sam B, und sind dann aus dem Hotelzimmer praktisch aufgewacht und mussten uns dann durch die Insel kämpfen, ja, wo wir dann natürlich noch einige dann mehrere Checkpunkte noch abgelaufen ist, also wir waren auch noch in Kirchen oder in so einer Stadt, die Gegnerklassen wurden dann dementsprechend stärker und so, da hört man jetzt auch schon den ersten Zombie, dann werden wir gleich plötzlich. Ah, shit, man. Oh, damn fucking nuts. Das wird übel. Das ist genau das. Scheiße, ist genau das, was ich im Internet gelesen habe. Wir werden hier auch. Ich denke, ein kleines bisschen müsst ihr mir das gestatten, dass ich mich jetzt ein bisschen konzentriere, weil bis wir wahrscheinlich am Anfang die ersten wirklich großen Waffen kriegen, werde ich mich doch in der Tat etwas konzentrieren müssen. Wir müssen mit der Taste E können wir kicken. Das erschafft uns wirklich einen Vorteil. Ich meine nämlich auch, dass ich mit Purna. Wir sind Level 38, ich meine, was wollen die? Die machen wir auch so platt, auch wenn wir nur schlechte Waffen haben, aber mit der E-Taste, also mit dem Kicken, hat man natürlich den Vorteil, dass man die Gegner ein Stück weit von sich fernhalten kann. Und ich glaube, bei Purna war es auch so, dass die Purna auch die Fähigkeit. Oh fuck, das wird nix. Ich sag ja, ich muss mich erst wieder daran gewöhnen. Komm her, du Drecksau. Wir müssen aufpassen, die stehen ja wieder auf, ne? Und genau, einige, die natürlich auf dem Boden liegen, die sind noch lang nicht tot. Man beachte auch den Energiebutton. So, dann gibt es natürlich hier immer noch, wie damals auch, Pakete und Sachen, die man aufmachen kann, um dann Waren bzw. Gegenstände aus den Teilen zu holen. Wie gesagt, man sollte nichts liegen lassen, man sollte alles mitnehmen, egal auch wenn man sich jetzt hier das Inventar echt voll brezelt, auch die Gegner, die auf dem Boden liegen, erstmal angreifen, denn es kann einem später passieren. Man läuft an einem vorbei und der war eigentlich nicht tot. Dann steht er wieder auf und greift dich gerade wieder von hinten an. Also. Man sollte alles töten, was man töten kann. So, da oben läuft auch so ein Kamerad. Ja, genau, das sind die
sogenannten Walker. Das sind noch die kleinsten Gegner. Wir erinnern uns noch an den ersten Teil, sofern ihr es gespielt habt. Da gab es dann noch die... Komm. Kick. Okay. Was ich sagen wollte, die nächstgrößeren Gegner wären dann natürlich die Thugs. Und die gehen dann noch ein bisschen anders zu Leibe. Did that hurt? I think so. Dude. Ja, das sind mehr Gegner, das heißt hier können wir noch ein bisschen abgrasen. Komm. Habe ich schon gesagt, dass man auch auf seine Energie achten muss. Und immer schön auf den Kopf. Ja. So, schauen wir uns ein bisschen um, da liegt auch noch einer. Und das ist das, was ich gemeint habe. Die sind vielleicht noch gar nicht tot. Sind ja Zombies. Da guckt er mich an. Nö. Ich bin noch am Leben gewesen. Bis Purna kommt und dir den Schädel weghaut. So, und genau diese versteckten Truhen, die beinhalteten nämlich auch schon im ersten Teil dann die doch etwas besseren Waffen. Und da wir natürlich auch in der Küche sind, macht es natürlich wirklich Sinn. Ja, wir kriegen ja Energy Drinks. Ihr seht es ja selber, der... Steht mal mindestens einer auf. Und der steht bestimmt auch auf. Nee. Oh, da ist noch einer. Haha. Ich frage mich die ganze Zeit, was man bei so einem Spiel eigentlich parallel noch viel quatschen kann. Die Settings... Beziehungsweise die Idee hier, dass man gleich auf dem Schiff natürlich auf seiner ersten... da wo man natürlich sofort landet. Oh Gott. Wo man gleich die Rettung, denke ich mal, also sage ich jetzt mal, sucht, ja. Oh no, man. This is getting down. Come on. Boah, die hauen mich ganz schön zurück, du. Boah. Da muss man mit Kombos arbeiten. Ihr seht's. Kick, Schlag, Kombos. Sonst wird das nichts. Duct Tape. Das sind, wie schon gesagt, das sind, Kredenzien, ja, sag ich jetzt mal für Blueprints. Batteries und alles mögliche, da konnte man sich dann so schöne Star Wars Schwerter bauen, brennende Teile. So ein kleines bisschen an Fallout eigentlich schon erinnern. Nee, mach mal Platz, Alter, ich will da rein. Kannst du nicht machen. Junge! Dann gab es, glaube ich, auch noch Kombos, wenn man die Gegner gezielt getroffen hat. Und, naja. Hello, Mr. Freeman. Wake up. So, hier könnten wir natürlich schon wieder mit der Werkbank arbeiten. Die aktiviere ich mal. Oh, schon 800 Cash. Das ist natürlich klasse. Upgrades. Jetzt muss man sich das nochmal angucken. Also man sieht natürlich rechts an der Seite, ich hoffe man sieht die Maus, die Waffe und deren Eigenschaften und wenn man sie upgradet, was dann besser wird. Ich denke mal die Wrench,
Und die Wrench ist sogar schlechter wie die Crowbar. Damage und Force. Die könnte man eigentlich upgraden. Warum nicht? Ja. So. Und jetzt kannst du nämlich, wenn wir hier rausgehen und du gehst in... Jetzt schaut sie sich nochmal die Waffe an, das fand ich also auch nicht schlecht. Man kann ins Inventory und somit kann ich jetzt hier... wo ist denn die... Crowbar. Die Crowbar ist unten rechts. Also das Inventar ist natürlich hier Map, wo man sich befindet. Das gibt es jetzt hier wahrscheinlich eben noch nicht. Die Questliste, wo man sehen kann, wie schwer etc. Wo muss ich hin, was muss ich tun. Das Inventory, wo wir unsere Weapon oder also jetzt Quest-Items oder die unterschiedlichen Sachen hier sehen. Für Modification genutzte Sachen. Blueprints, die wir noch später finden können. Skills, oh, da können wir sogar schon einen Punkt nochmal setzen. Die Trees gucke ich mir aber in Ruhe an. Ja, wenn wir mal hier ein Stück weit von dem Schiff weg sind und nutzen. Was haben wir denn mit diesen Police Baiten mit 390? Ja, nehmen wir doch. Bleiben wir doch mal da dabei. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Come on, man. So, aufpassen ist angesagt. Lasst euch hier nicht unnötig killen. Oh, da war noch nicht weg. So ganz gesund sind wir aber auch nicht. Ich sehe es gerade, dass wir nicht gerade sehr healthy sind. Boah, drei Stück, geh weg. Die Kleine ist platt. Komm, erhol dich. Also ich glaube, das wird das erste sein, was ich antrainiere, wenn das geht. Oh Gott, da war einer hinter uns. Shit. Da war noch einer hinter uns. So, dann bin ich mal gespannt, wo wir weitermachen dürfen. Naja, okay, nicht so weit weg. Das Spiel ist natürlich erst im Koop wird das Spiel richtig geil. Ich habe das erste Spiel, also den ersten Teil mit einem Kumpel zusammen durchgespielt. Eigentlich, ich glaube, in zwei, drei Nächten haben wir das geschafft. Spektakulär. Zu zweit macht es erst, oder ja, zu mehreren macht das wirklich richtig Spaß. Also das kann ich echt jedem empfehlen. Geht raus, kauft euch Dead Island 1 und auch Riptide natürlich, klar. Also macht man keinen Fehlkauf. Jeder, der auf sowas hier steht, rausgehen, machen. Das ist ein geniales Spiel. Oh goddamn, man, fuck it. Fuck you, girl. Ich glaube, Son, it's time for a new weapon. So, 3-9. 3-5. Ja, warum nicht? Kletter, kletter. Nee, geht raus, holt euch das Ding. Macht richtig Bock. Mit mehreren Leuten. Oh, we got a shoot weapon, I think. Yeah, 14 rounds. Oh, Ammo.
Was geht jetzt? Oh no! Oh fuck! Du hättest da rennen müssen, das ist ja gemein. Da liegt Munition, du denkst, du kannst da jetzt hier... Wunderbar's. Du musst abhauen, shit man. Girl on deck. Okay. Ja, und wohin? Nanu? Achso, und schmeißen konnte man natürlich auch. Aber ich glaube, da rush ich lieber mal. Oder auch nicht. Oh, und wieder hinten einer, ey. Komm, 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 rush, 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 girl. This is not good. Rush it, rush it. Eine Diegel wenigstens. Naja. Boah, Headshot. Komm, dich mach ich platt. Es gibt zu viel EXP, als dass ich die und auch Geld. Das macht natürlich dann schon Sinn. Auch die Waffe einzusetzen, wenn man sie hat. Aber wir können auch die hier die Crowbar einsetzen, denn vom Geld her. Oh no. So schön mal die Fresse weggesäbelt. Man, what you thinking? Well, I'm sure this is Thug. Das könnte ein Thug sein. Die Schreier waren eigentlich Thugs. Boah. Boah, viel zu heftig, Alter. Oh, fuck, heal dich, ey. Was geht? Fuck you, girl. Boah, Alter. Also, ich würde ja mal sagen, bevor wir uns jetzt den Thug da vorne holen, machen wir genau hier einen Cut. Und sehen uns direkt, wenn wir den ersten Thug hier killen. Wir sehen uns im nächsten Let's Play Part von Dead Island Riptide. Euer Monsi.